willkommen im Festivalzelt. Willkommen Axel Ranisch hier, der heute seinen Film um 19 Uhr im Cinemax präsentiert, Bubble Dash. Axel Ranisch, seines Zeichens Improvisationsregisseur. Und dann habe ich mir gedacht, okay, man kann die klassische Form bedienen und sich da frontal unterrichtsmäßig hinsetzen. Man kann aber auch sagen, hey, wie sieht der Raum aus? Wie sehen die Leute aus? Wo will man sich hinsetzen? Wo möchte man hin? Axel, wo würdest du dich gerne hinsetzen? Ich gehe mit dir. Ich find die da eigentlich ganz schön, diese ganz gemütlichen Geschichten. Dann würde ich Albrecht, meinen Kollegen Albrecht, doch, dann nein, nein, aber jetzt haben wir Albrecht verjagt. Das macht überhaupt nichts, der steht super gerne für uns auf. Vielleicht ein netter Kollege, der auch gerne improvisiert. Aber seht ihr uns denn überhaupt? Ich weiß nicht, ob das besser ist jetzt als da vorne. Nee, aber dann können wir uns doch hier so auf die Kante setzen, oder? Ja, ist gut. Könnt ihr uns alle sehen? Na, seht ihr. Gut. Super, okay. Haben wir was gefunden, ne? Jetzt sind wir hier auf dem Verlobungssofa gelandet. Aber guck mal, Albrecht hätte da locker noch in die Mitte gepasst. Das will der aber, glaube ich, nicht. Das will der gar nicht. Ist ganz gut, dass wir jetzt reden, wegen der Aufregung. Ja. Ja. Dann erzähl doch mal was. Über die Aufregung. Ja, Gottes Willen, ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ich habe keine Ahnung. Es ist ja so ein irres Projekt, was wir da jetzt gemacht haben. Wir haben ja einen Film gedreht, ich weiß nicht, Sie wissen es wahrscheinlich alle gar nicht, ne? Wir haben einen Tatort gedreht, das mit dem Improvisieren, das ist jetzt nicht so eine dolle Sache für mich, weil ich das sonst immer mache, aber wir haben den mit 25 Amateurschauspielern gedreht, die ein Theaterensemble sind aus Ludwigshafen. Man kennt die dort auch. Das Theaterensemble heißt Hemshofschachtel. Und die Martina Zöllner, wir haben ja hier vorne, die sitzen ja alle da. Martina Zöllner ist da, da ist sie, genau. Du bist eigentlich sowas wie eine Fernsehchefin Kultur und Fiction beim SWR. Ne? Das ist also, und du bist auf diese wahnsinnige Idee gekommen, das Ensemble dort vor die Kamera zu stellen. Und du bist auch auf die wahnsinnige Idee gekommen, mich für den SWR, für den Tatort einzukaufen, was immer noch ein Wunder für mich ist, ein absolutes, weil Ulrike ist da, du bist die Königsdisziplin des deutschen Fernsehens, du weißt das. Und ich bin so der kleine, dreckige Impro-Filmer. Und jetzt haben wir uns zusammengefunden und haben nun Premiere tatsächlich bei so einem tollen, großen Festival hier in Hamburg, also dem großen, tollen Festival in Hamburg. Daher kommt diese ganze Aufregung. Und es ist jetzt aber gut, dass wir ein bisschen reden, weil das senkt meinen Puls. Darf ich mal fühlen? Oh, es ist immer noch, aber bei mir ist es auch ganz zitterig, weil ich keinen Plan habe. Weil wir uns nämlich vorgenommen haben, keine Fragen vorher auszudenken, sondern go with the flow. Das heißt also, auch ihr seid herzlich eingeladen. Ich habe eine Frage, ich will was wissen, ich möchte mit ins Gespräch, ich möchte mich dazwischen setzen. Also alles heute im Sinne der Improvisation. Nach 27 Minuten ist Time out, weil er muss gleich ins Kino und außerdem ist das Format 30 Minuten und nicht 35 und nicht 32 und nicht 33, sondern 30 und vielleicht ein paar Sekunden. Ja. Okay, die Zeit läuft. Du hast mir eben erzählt von einem Projekt, dann habe ich nicht weiter nachgefragt, weil ich gedacht habe, ach, vielleicht kann man da doch gleich nochmal reingehen. Du hast ein neues Projekt gemacht, das erste Mal mit einem fertigen, festen Drehbuch zu arbeiten. Ja. Und du hast gesagt, du hast dich da nicht so zu Hause und bequem gefühlt. Naja, diese Drehbuchgeschichte war halt dahingehend, es war ein sehr aufwendiger Film. Also es ist ein ganz toller Film, es ist eine Komödie für die DGETO und der gleiche Autor, mit dem wir auch den Tatort gemacht haben, Sönke Andresen. Ich weiß nicht, ob Sönke auch da ist, nachher wird er da sein. Sönke hat dieses Drehbuch geschrieben, ich liebe dieses Drehbuch, kannte das schon 7 Jahre und habe mir sehr gewünscht, dass ich irgendwann mal gefragt werde, ob ich es verfilmen darf. Und dann kam es so und ich durfte es verfilmen, aber nur hatte ich den Salat. Weil da kommen SEK vor und Geiselnahmen und Hubschrauber und sonst was alles und sehr viele Drehorte und Schauspieler und man kann es auf keinen Fall chronologisch drehen, denn das, was mir noch wichtiger ist als nicht geschriebene Dialoge, ist, dass wir unsere Filme immer chronologisch drehen, weil sonst, ich weiß nicht, ich finde das so doof, unchronologisch zu drehen. Und das musste ich bei dem Film aber machen und plötzlich merkt man so,
man hat ganz andere Herausforderungen. Also die Christina Große, eine Schauspielerin, mit der ich immer sehr gerne arbeite, die hat das so schön gesagt, normalerweise, wenn wir so chronologisch drehen, kümmern wir uns immer nur daran, was würde die Figur als nächstes tun, und dann schauen wir, wie sie es tut. Und jetzt, wenn wir so unchronologisch und mit Drehbuch, dann denken wir die ganze Zeit daran, wie kriegen wir jetzt diese Behauptung realisiert? Also die Behauptung durch den Drehbuchautor, die Behauptung, die wir uns selber gestellt haben durch das unchronologische Drehen. Ist geil, alle nicken irgendwie so leise. Ich merke, ich bin in einem Saal voller Schauspieler. Ne? So. Ja, ich würde mal sagen, so 75-80%. Ja, toll, genau. Ja, naja, und dann arbeitet man an völlig anderen Dingen. Ja? Man ärgert sich dann plötzlich, ach Mann, so ein Mist. Wenn ich gewusst hätte, dass die Szene so wird, dann hätte ich das vor 2 Wochen ganz anders gespielt. Ihr kennt das alle. So. Also das ist was, woran ich mich eigentlich nicht mehr in meinem Leben gewöhnen möchte, habe ich beschlossen, an unchronologisches Drehen. Also an eine Ansage an alle Produzenten und Redakteure. Ich möchte nicht unchronologisch drehen. Konntest du denn, also abgesehen von dem chronologischen bzw. nicht chronologischen Drehen, einen Hauch von deiner Improvisationsart in diesen Degeto-Film mit einfließen lassen, dass du gesagt hast, okay, nimm mal den Text weg oder dem Kameramann, mach mal Freestyle? Ja, ich hoffe doch. Also überall, wo es ging, so. Ich habe ja auch Schauspieler besetzt, mit denen ich schon oft gearbeitet habe. Peter Tramner ist dabei oder Heiko Pinkowski, die haben einen Film von mir mitgespielt. Die sind ja mittlerweile so konditioniert, dass die Text gar nicht mehr auswendig lernen. Also die lernen den einfach gar nicht. Man muss dazu sagen, Axel ist ja auch nicht nur Schauspieler, wollte ich gerade sagen. Ha, nicht nur Regisseur, sondern eben auch Schauspieler. Ich würde jetzt in Amerika sagen, Singer, Actor, Writer, Dancer. Was kannst du nicht? Singen und Tanzen. Auf deiner Seite steht, tanzt immer noch kugelrund oder so ähnlich wie eine kleine Ballerina. Ich dachte, ich tanze wir könnten gerne, jetzt hier so ein überhaupt Pas de keine deux. Frage. Aber es ist jetzt nicht so, dass das so ein wahnsinnig toller Anblick wäre, mit Tanzen zu sehen. Das, naja, egal. Ja. Du hast eine Produktionsfirma auch mit besagtem Heiko Pinkowski, genau. Und noch 2 anderen Menschen, ein Kameramann und Dennis Pauls Kamera und Anne Bäcker Produzentin, genau. Sehr gute Filme. Und ihr nennt euch Sehr gute Filme. Genau. Und ihr seid davon überzeugt, dass ihr sehr gute Filme macht. Ja, wir haben gemerkt, dass es den Namen noch nicht gab. Wir hatten mal so gegoogelt und es gab Good Movies und so ein Kram, aber wir dachten dann, gut ist ja auch nur gut. Und sehr, sehr gut. Wir haben dann alle Domains gesichert, die mit sehr gut zu tun haben, haben dann sehr gutes Wetter, sehr guter Sex, sehr gute Kritik, sehr gutes Essen. Das, also wenn man das eingibt, gehört alles uns, kommt man auf unsere Seite. Sehr geil. Super. Auf der Seite ist auch ein, das habe ich erst ganz kurzfristig gesehen und auch nicht komplett gelesen, ein Manifest. Weißt du, was unter Punkt 3 steht? Nee, die Anordnung habe ich nicht im Kopf, aber sag mal, ich kann dir zu jedem Punkt was sagen, auf jeden Fall. Ist es das mit den Bioprodukten? Ich habe es nicht auswendig gelernt, ja. Ich habe es nur quer gelesen. Sag doch mal was. Ja, sehr gute Filme sind die Bioprodukte der deutschen Filmlandschaft, weil sie von glücklichen Filmautoren stammen. So. Unverseucht, nicht chemisch weiter behandelt. Super. Sehr gute Filme. Und sehr gute Filme hat jetzt auch noch was in der Pipeline. Du hast mir eben erzählt, du hast noch eine TV-Geschichte, wo du dann aber auch die sehr guten Filme mitnehmen kannst. Aber macht sehr gute Filme auch noch einen... passiert da gerade noch was? Wir arbeiten ja an allen Fronten, auf jeden Fall. Also das gibt genug Projekte. So. Aber wir können ja über das reden, was wir jetzt vorliegen haben. Okay, Bubble Dash, ne? Ja, das war ja die große Überzeugungsleistung auch von Martina und vom ganzen SWR-Team. Die Arbeitsweise, ihr hattet mich ja mal eingeladen, ihr habt meinen Film Ich fühle mich Disco gesehen und habt mich dann eingeladen zu einer Redaktionssitzung nach Baden-Baden. Und das war total nett, ich habe meine Eltern mitgebracht und dann saßen wir da, haben da zusammen Mittag gegessen und dann, und dann haben wir uns unter... Und ihr habt mich ausgefragt, wie ich eigentlich so arbeite und wie ich das mit der Improvisation so mache. Und dann hast du mir am Ende eine Einladung. Sollen wir vielleicht mal zu ihr gehen? Ich würde sagen, ja. Ne? Das ist genau. Bisschen, also das ist Martina Zöllner. Ich weiß Vorschlag. Nicht, seit 4 Jahren im Amt, glaube ich, oder so. Seit wann? Seit gut 3, ja. Ja, genau. Und hier hast du ein Stühlchen. Ja, und seitdem ist der
der Sender genial, ne? Das ist, plötzlich kommst du mit solchen Projekten und... Naja, das waren... Als wir dich damals eingeladen haben, wollten wir mit dir arbeiten. Aber die Idee, das dann sozusagen zu koppeln mit dem Tatort Ludwigshafen, war noch nicht da. Ne? Das waren eigentlich zwei Dinge. Das eine war eben du und mit dir einen Film machen für die Primetime im Ersten. Das war ja auch bisher, also als wir uns trafen, war das noch nicht geschehen. Und das andere war die Überlegung, mehr vom Ort Ludwigshafen, von der Gegend, von der Mentalität, auch von der Sprache, vom Dialekt der Leute, von der Lebendigkeit in den Tatort zu holen. Und das war eine ganz andere Geschichte. Und bis das dann zusammenkam, hat es noch eine ganze Weile gedauert. Ich hatte dann, weil ich diese Hemshof-Schachtel kenne, und die kenne ich auch nur, weil ich in der Gegend aufgewachsen bin und man die dort kennt. Also so ist es dann einfach. Du warst dann auch schon mal drin als Kind, Jugendliche? Nee, ich war nie drin, aber außer mir waren alle drin, die ich sozusagen kenne. Weil die ist dort wirklich so eine kultige, kleine Institution. Es geht ihr nicht so gut wie jetzt zum Beispiel dem Ohnsorg-Theater, das kann man nicht vergleichen, aber es ist eine Mundart-Truppe mit Laien, die Schwänke, mit Hingabe Schwänke inszenieren, und zwar nach Feierabend. Und ich dachte immer mal, da müsste mal ein Mord passieren. Ja. Aber wen wolltest du denn umbringen? Naja, das geht dann schon zu weit, das sage ich jetzt nicht. Ich hatte auch gar keine konkreten Pläne. Ich dachte nur, man könnte das einmal als Schauplatz nehmen für ein Verbrechen im Ludwigshafen-Tatort. So, und als dann Axel da war und als dann noch ein bisschen Zeit vergangen war, lief es dann so, dass ich dachte, okay, vielleicht kann man das sogar zusammenbringen. Und dann habe ich dich angerufen und Katharina Dufner, die Redakteurin, war gerade bei uns, gerade sozusagen hat angefangen bei uns im SWR auch den Tatort zu übernehmen, und wir sind dann tatsächlich gemeinsam in die Hemshof-Schachtel und haben uns einen Schwank angeschaut. Ja, und das warst du dabei? Ja, natürlich, und wir saßen da zusammen und ich habe mich so beömmelt. Ich meine, wir hatten auch ein paar Gläser Wein getrunken. Ja, Axel hatte noch nie bis dahin ein Wort Pfälzisch gehört. Und für alle, die ernsthaft vorhaben, diesen Film nachher zu gucken, die reden dann Pfälzisch. Aber man kann es gut verstehen. Also Axel hat alles verstanden und hat sehr gelacht. Also man hört, das ist ein ganz kleines Theater. Axel saß in der Mitte mit einem weißen Hemd und hat die ganze Zeit schallend gelacht. Ja, und hinterher sind wir dann mit denen noch in die Kneipe und haben angefangen, ihnen mal von unserer Idee zu erzählen, die noch gar nicht realisiert haben. Tatort und so, das war für die, konnten sie gar nicht glauben. Und dann war eine lange, aber das erzählst du besser, dann gab es eine lange, lange Strecke mit Arbeit und Workshops. Ja, also wir haben ein Jahr lang im Prinzip mit denen Vorbereitung gemacht. Die Spielweise auf der Bühne von so einem Amateurtheater ist natürlich sehr rustikal, und es war klar, dass diese Spielweise so nicht im Tatort stattfinden kann. Also es ging gar nicht anders, als das zu improvisieren. Ne? So, damit alle wirklich, weil ich wollte das natürlich auch gerne im Tatort zeigen, wie die spielen, aber die mussten ja sein wie du und ich. Und dann haben wir halt ein Jahr lang immer wieder Workshops gemacht. Wir haben uns immer wieder getroffen. Und am Anfang haben wir uns eine Kriminalgeschichte ausgedacht, mein Autor und ich. Und wir haben überlegt, der könnte das spielen, die könnte das spielen. Und dann haben wir denen so Rollen geschrieben. Und dann bin ich mit diesem Stoff wieder zurück zum Ensemble gekommen und habe gemerkt, nee, es funktioniert hinten und vorne nicht. Also das ist... Ich kann nicht zum Beispiel den Regisseur, der dort immer die ganzen Stücke inszeniert, der André, ich kann dem nicht diesen Posten als Regisseur nehmen. Ich habe dem eine Rolle geschrieben, wo der halt irgendwie außerhalb des Ensembles einen frustrierten Ehemann spielt. Es wäre überhaupt gar nicht gegangen. Deswegen war klar, wir müssen völlig neu ansetzen, die ganze Handlung über Bord schmeißen und Figuren entwickeln. Mit den Leuten zusammen Figuren entwickeln, die dicht an ihrem eigenen Erleben dran sind, damit die halt immer wissen, was die da spielen und wer die sind, und damit die sich sicher fühlen. Und das haben wir gemacht, und als wir dann diese Figuren hatten, dann haben wir die Geschichte geschrieben und im Prinzip jedem die passende Rolle auf den Leib geschrieben. So. Das war die Vorgehensweise. Aber fünf Rollen standen ja nun mal schon fest. Fünf Rollen standen fest. Die musstest du ja sozusagen nehmen. Ja. Ulrike, als du das erste Mal gehört hast, Axel Ranisch macht die Regie und er will improvisieren, was hast du da gedacht?
Ich habe nicht gedacht, ich habe gehandelt. Ich habe mit meinen Kollegen zusammen, das werde ich nicht vergessen, in der Wohnung, in der ich beim Tatort damals gerade gewohnt habe, haben wir zu fünft auf dem Sofa gesessen. Auch meine Mutter war gerade zu Besuch und wir haben dicke Mädchen geguckt. Meine Mutter hat herzlichst gelacht. Meine Kollegen haben eine andere Art gehabt zu schauen, weil sie dachten, was ist das für ein Film? Will ich so inszeniert werden? Muss ich mich dann auch ausziehen? Und nackt zum Bolero tanzen? Also wir hatten ein bisschen anderen Zugang zu dem Film, aber ich habe dann Axel getroffen. Das war auch ungewöhnlich. Normalerweise trifft man ja so Regisseure oder Produzenten oder Redakteure in einem Café, wo man eben so hingeht. Nein, Axel hat mich zu sich nach Hause eingeladen und ich sollte auch meine Freundin gleich mitbringen. Und wir haben zusammen gekocht und hatten einen sehr vergnüglichen Abend. Wir haben uns also auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt und ausgetauscht. Das war schon ungewöhnlich. Wir haben auch Workshops gemacht. Also wir wollten diesen Bubble-Dash-Leuten, also den Helmshoff-Schachtel-Leuten, nicht nachstehen. Wir haben dann mit dir und Peter Trabner auch Workshops gemacht. Das war für mich so ein bisschen back to the roots. Ich dachte, ich bin wieder in der Schauspielschule. Aber es war halt gut, um Axels Arbeitsweise kennenzulernen. Ja, und für mich war es halt auch toll, euch kennenzulernen. Ja, es ging ja tatsächlich um so ein... Ja. Und dann, der Hammer war dann eigentlich, als das Drehbuch endlich kam, dass man tatsächlich, ja, das Drehbuch, ich sage jetzt mal, eine Drehvorlage, eine Geschichte aneinandergereihter Szenen ohne Dialoge. Und man hatte es tatsächlich sich getraut, alle Szenen, wo es irgendwie einen Hinweis auf den Mörder geben könnte, auszuixen, damit ich auf keinen Fall weiß, wer der Mörder ist. Und so bin ich noch nie, nach 26 Jahren, noch nie in einen Dreh reingegangen. Erst habe ich gemeckert und dann habe ich gesagt, okay, das ist vielleicht wirklich spannend, so total unwissend in diese Geschichte reinzugehen. Wir drehen schließlich chronologisch. Ich kann Step by Step herausfinden, wer hier Dreck am Stecken hat. Natürlich haben wir auch versucht, das Ensemble und alle, die was wissen konnten, also das Team dann auszufragen, aber die haben alle dicht gehalten. Ja. Nein, die wussten es auch. Also ich meine, die Themen hinter der Kamera wussten es. Ja. Ah ja, die wussten es, ja genau. Die haben sich echt einen Spaß draus gemacht, uns da in die Irre zu leiten oder eben wirklich, ich sag nichts. Also es war wirklich auch, wir hatten einfach dann eine sehr, sehr gute Zeit, muss ich gestehen. Also man sieht auch, dass das ein großer Spaß gewesen ist. Und ich wusste nicht, dass chronologisch gedreht worden ist. Ich habe ihm nur vorhin gesagt, man sieht einfach wirklich auch ein Reinspielen von euch allen, bis am Ende ihr nochmal eine andere Spielart habt. Und das finde ich natürlich sensationell. Das ist ein guter Zeitpunkt, um eine Überleitung zu machen. Ich hoffe, jeder kann irgendwie einen Blick erhaschen zu den Monitoren, einen Ausschnitt zu zeigen. Ich ärgere mich jetzt fast, dass ich nicht zwei Ausschnitte habe, nämlich einmal von den Bubble-Dashern und einmal von dem Team. Ich habe mich für eine Variante entschieden. Also, Film ab, bitte. Das ist ein Orangen-Fenchelsalat, das ist eine klassische Caponata, das ist eine Gemüsepfanne sozusagen mit Auberginen und Calamari. Und dann haben wir hier eine ganz wunderbare Käseplatte, ja. Mir läuft gar da haben wir einmal Provolone, dann haben wir zwei Pecorino und Moliterno di Tartufo, also mit Trüffel. Wow, wo ist denn die Frau Stern? Die wusste doch um 4 Uhr, hatten wir doch gesagt, ne? Schön, dass ihr alle da seid. Hallo. Herr Kopper, vielen Dank. Sehr gerne. Zum Wohl. Sag, schaut mal, da warten die alle auf uns. Oh. Glaub ich nicht. Super, super schön. Echt. Ja, ich habe mich so verliebt in diese Szene, weil das so niedlich und so echt ist einfach. Und das hat der Andreas alles selber gekocht, ne? Das habe ich vermutet. Ja. Weil irgendwo habe ich nämlich mal, in irgendeiner Kochzeitschrift war der nämlich mal Essen und Trinken oder sowas. Da hat einen Tipp gegeben. Hab ich gesagt, wir haben uns das überlegt, ach diesmal, komm, weil es ging darum, er wollte ein sizilianisches Menü und dann haben wir beide gedacht, ach komm, überfordern wir doch die Requisiteure nicht. Wir treffen uns am Tag davor nach dem Dreh, gehen gemeinsam einkaufen und dann war ich sein kleiner dreckiger Handlanger in der Küche und er hat gekocht. So. Und dann haben wir das wirklich hervorragende Essen, also nächsten Tag mit zum Set gebracht und die restlichen Sachen hat er dort vor Ort gemacht. Super, das heißt, wenn er das präsentiert, wussten die anderen auch noch nicht, dass es das gibt, was es da gibt. Nee, das war dann auch eine Überraschung. Okay, ich habe aber gelesen, dass du auch leidenschaftlich gerne und sehr gut kochst, also das kannst du auch noch. Ja, das ausnahmsweise mache ich gerne auf jeden Fall. Okay, was ist dein Lieblingsgericht?
Zunge in Rotweinsoße. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ich habe es akustisch nicht verstanden, aber als er rausrannte, habe ich im Nachhall Zunge in Rotweinsoße. Okay, wechseln wir das Thema. Wer mal zum Essen kommen will. Ja, wie finde ich Freunde und Essen. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Jemand, der noch irgendwas wissen möchte von Axel? Hi, ich bin Julia. Mich würde mal interessieren, wie, wenn du einen improvisierten Film machst, wie gehst du ans Set und was sagst du deinen Leuten? Sagst du, also das ist eine Story, spielt mal los und wie oft sollen die das improvisieren, bis du dann merkst, in die Richtung könnte das gut gehen oder so? Also erstmal bereiten wir uns ja wirklich sehr gut vor. So, das heißt, wir treffen uns oft im Vorfeld. Wir haben uns, glaube ich, weiß nicht, 6 Mal getroffen oder so. Und ich musste auch erstmal eine Klarheit über wer ist Lena Odenthal, wer ist Kopper. Und es war ja vielleicht auch schön, gemeinsam zu überlegen, wer sind die Figuren eigentlich. Und bei den anderen Figuren, die neu dazu kamen, da haben wir halt sehr viel Zeit investiert, um diese Figuren kennenzulernen. Also jeder hatte zum Beispiel eine Biografie, wusste ganz genau, was in den letzten 30 Jahren passiert ist. Und mit dieser Grundlage kann man dann überhaupt in so eine Szene reingehen. Und da ja im Prinzip keiner wusste, was am nächsten Tag passiert, da wir chronologisch gedreht haben, haben wir irgendwann festgelegt, es ist eigentlich nur wichtig, alles, dass man alles weiß, was in der Vergangenheit war für seine Figur betreffend, aber es ist total egal, was beginnt, weil man in die Zukunft ja sowieso nicht gucken kann. Deswegen habe ich im Vorfeld jeder Szene also gesagt, was passieren wird. Und dann haben wir uns unterhalten. Also ich erinnere mich an diese schöne Szene, wo ihr begriffen habt, wer es jetzt eigentlich war und wie der Fall. Da haben wir 1,5 Stunden lang, glaube ich, da gesessen und geredet. Also unten, weißt du, in dieser Bank da. Das war sehr lange. Und dann haben wir 10 Minuten gedreht und dann war die Szene im Kasten. Aber auch an Szenen, da haben wir ganz kurz geredet und wir haben 1,5 Stunden war die Kamera an und wir haben uns zu Tode improvisiert und ich bin hinterher zu Axel und gesagt, bitte, bitte nimm nicht alles, was wir da gerade gemacht haben, das war nicht immer ganz in Ordnung, das war nicht immer die Figur, das war, ich bin da auch ein paar Mal echt komplett ausgestiegen und da, bitte, ich möchte dir vertrauen können, dass du mich da nicht aufs Glatteis geführt hast, aber da waren wir, war Axel total cool, der hat mir am nächsten Morgen in der Maske den Schnitt gezeigt von der Szene und ich wusste, der hat die Bonbons herausgepickt, das ist natürlich auch ein Vorteil. Also wir haben ganz viele Szenen wirklich unendlich lang gedreht, nicht wie normal beim Drehen, das ist ein Take, 30 Sekunden, 45 Sekunden und drehst ihn dann 10, 12 Mal, sondern hier war es wirklich, wir haben eine Viertelstunde gespielt und es ist, sind Dinge entstanden und dann haben wir es trotzdem oft wiederholt, dann um an einer Stelle vielleicht in eine andere Richtung noch was auszuprobieren und dadurch hatte Axel halt wahnsinnig viel Material, ich weiß nicht, wie viele Minuten es waren am Schluss, aber es war sicher auch ein Film, der beim Schneiden dann entsteht, weil du dir die wahren Momente so herauspicken kannst, die ja unvorhergesehen dort vor Ort passiert sind. Ich gehe dann damit nach Hause und hack das dann zusammen. Also ich hatte eine ganz tolle Schnittmeisterin vor Ort, so. Die hat, aber ich habe in den Szenen, die mir, wo ich gedacht habe, da hacke ich jetzt mal schnell selber, das auch um zufrieden oder glücklich oder einigermaßen beruhigt ins Bett zu gehen. Und dann sitze ich halt abends da, hack das zusammen. Da war das zum Beispiel ganz doll wichtig. Das ist das einfach, da habe ich so eine kleine Nachtschicht eingelegt und Ulrike am nächsten Tag gezeigt, wie die Szene stopp, so aussehen Zeit könnte. Ist vorbei. Habe gerade ein Zeichen bekommen von der Abendregie. Wir sind heute super streng. So ist das bei der Impro manchmal. Da sagt der Regisseur, danke, das reicht. Entschuldigung. Ich hoffe, es war genug dabei. Das haben wir so verabredet. Wir haben das so verabredet. Nach 27 Minuten ist vorbei. Aber wir haben noch ein kleines Schmankerl, ein kleines Geschenk. Ein Bastelbogen vom BFFS Hamburg, deine Perlen. Du könntest zum Beispiel daraus kleine Bildchen ausschneiden und dir so ein Portfolio basteln. Oder ein Stickerbuch daraus machen. Oder ein Quartett, Spielstärke, Improvisationsstärke, Memory. Aussehen. Memory, da müsstest du das, da bräuchtest du 2 Plakate. Du möchtest gerne Memory machen? Dann kriegst du noch ein 2. ausnahmsweise. Also auf jeden Fall dieser Bastelbogen mit Hamburger, Niedersachsen und also mit norddeutschen Schauspielerinnen und Schauspielern. Des BFFS. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
Ich finde es super. Ich finde es, bitte? Ah, dann, genau, aus der anderen Regieseite. Mann, ich habe hier ganz viele Regisseurinnen heute. Es gibt zusätzlich zu dem Plakat eine neue Website, die heißt www.deineperlen.de. Und da sind diese ganzen Menschen, diese possierlichen Tierchen auch online erhältlich und besetzbar und ansprechbar. Großartig. Und so weiter. Es ist super toll, dass du da warst und den Spaß hier mitgemacht hast. Und ich freue mich jetzt nochmal, den Film im Kino zu sehen. Das ist wirklich, ich finde, der ist super geworden. Und jeder Schauspieler sollte sich das angucken und sagen, ja, so will ich auch arbeiten. Ja? Na dann, husch rüber ins Kino. Genau. Danke. Vielen Dank.